1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, soll ich es tun? Also, steht ihr vielleicht vor einer Entscheidung, einer für euer Leben wichtigen Entscheidung und wisst nicht genau, was ihr tun sollt? Also ich meine jetzt nicht die Entscheidung, soll ich mir einen BMW kaufen oder vielleicht ein Audi oder sowas. Nein, gravierende Entscheidungen. Und ihr schwankt, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Seid ihr vielleicht in einer Sackgasse? Und wie ihr es auch hin und her denkt, irgendwie kommt ihr nicht weiter. Wir können darüber reden. Das Thema heißt, soll ich es tun? Beispielsweise könnte sein, dass ihr vielleicht kurz davor steht, irgendjemandem die Wahrheit zu sagen, zu beichten. Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Oder vielleicht wollt ihr euer Doppelleben auffliegen lassen, was ihr schon sehr lange führt und irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei gehabt. Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Oder seid ihr vielleicht dabei, kurz davor eure Rache auszuleben und seid vielleicht kurz davor, einen großen Fehler zu machen? Und ihr seid unsicher. Soll ich es tun? Soll ich es nicht tun? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wir können darüber beraten, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050. Ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Anna. Und Anna ist 21 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Anna. Hallo Domian. Ja. Vor welcher Entscheidung stehst du oder vor welchem Hin- und Hergerissensein stehst du? Also im Groben und Ganzen ist mein Problem, dass ich nicht weiß, ob ich den Ausbildungsplatz, den ich im Moment habe, abbrechen soll, um meinen Traumberuf zu erlernen. Was machst du denn im Moment? Was machst du für eine Ausbildung? Also seit August letzten Jahres lerne ich Speditionskauffrau. Ja, ein solider, normaler Beruf. Richtig, ja? Genau. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass es dich nicht so sehr vom Hocker haut, oder? Nicht wirklich, nein. Ja. Seit August letzten Jahres. Wie lange muss man das machen? 3 Jahre. Lange Zeit, ne? Richtig. So, was ist jetzt der Traumberuf? Mein Traumberuf ist Bestatterin. Nein. Ja. Wie bitte? Ich dachte jetzt Filmschauspielerin oder irgendwie Model oder... Nein. Bestatterin? Ja. Ihr lieben Bestatter, nichts gegen euch, dass ich jetzt so erstaunt bin, aber... Der Beruf des Bestatters zählt eigentlich nicht so zu den Traumberufen dieser Welt. Nicht wirklich, das Nein. stimmt. Was interessiert sich, inwiefern interessiert sich Anna denn so sehr dafür? Warum? Das ist eigentlich sehr schwer zu beantworten. Also ich habe mich eigentlich schon seit Jahren für diesen Beruf interessiert. Ich habe im Jahr 2000 ein Praktikum gemacht. Ja. Im Bestattungsinstitut und bin durch meine Eltern auch ein bisschen vorbelastet. Warum? Sind die Bestatter? Nein, das nicht. Aber meine Mutter zum Beispiel ist Altenpflegerin. Ja. Da wird natürlich auch gestorben. Oder und mein Vater, so der... ja. Ja, und mein Vater, der ist in der Gerichtsmedizin tätig. Da wird auch gestorben. Da sind sie schon tot. Da sind sie schon tot, ja. Ja, und dadurch habe ich es halt schon alles früh kennengelernt. Dennoch. Also im Altenheim arbeiten ist natürlich ein himmelweiter Unterschied, als denn im Bestattungswesen zu arbeiten. Das natürlich. Ne? Auch in der Gerichtsmedizin zu arbeiten ist auch noch was anderes als Bestatterin zu arbeiten. Was interessiert dich denn so sehr an dem Beruf der Bestatterin? Naja, also in dem Praktikum habe ich halt viel mit den Verstorbenen gemacht. Ich habe aber auch viel mit den Angehörigen gearbeitet. Also ich nicht direkt, sondern ich konnte zuhören. Ich konnte sehen, was ein Bestatter genau macht. Und dieses mit den Angehörigen, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Was ist das denn? Ist es das Gespräch, was du dann führst mit den... Die Hilfe, den ich den Leuten dann bieten kann. Also ist das so eine, ich sag mal, so eine sozial-seelsorgerische Ader bei dir? So ungefähr. Allerdings macht mir jeder Bereich daran Spaß. Mir hat auch das Kaufmännische darin Spaß gemacht. Gut, das hast du ja jetzt auch. Ja. Ne? Aber ich stelle es mir leinhaft vor, der Schwerpunkt der Arbeit als Bestatter ist, sich um tote Menschen zu kümmern, um Leichen zu kümmern. Richtig. Was macht daran Spaß? Das ist schwer zu sagen. Also
Spaß macht es eigentlich nicht, dass es tote Menschen sind. Nach dem Praktikum waren es für mich, es hört sich krass an, aber es waren nur Arbeitsgegenstände. Mhm. Nur die Arbeit mit den Verstorbenen an sich, die hilft natürlich dann auch den Angehörigen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel die Verstorbenen zum Beispiel schön zurechtmache, sie anziehe und ja. den Sarg zurechtmache, ja. das hilft dann auch den Angehörigen dann den Abschied dann zu finden. Und also ich merke schon, du kriegst den Dreh immer so hin dann zu den noch Lebenden. Ja. Dass du letztendlich dann mit den Lebenden was zu tun haben möchtest, denen unter Umständen helfen möchtest, ihnen auch, man kann auch sagen, in einer gewissen Weise einen Beistand bieten willst. Ja. Ne? Mhm. Obwohl ich die Arbeit an sich mit den Verstorbenen auch nicht missen möchte, weil die Arbeit an sich mit den Verstorbenen schon, die macht mir auch Spaß. Aber das kannst du jetzt nicht genau sagen, was daran Spaß ist, ne? Richtig, genau. Mhm. Ja, die meisten Menschen schaudern ja und sagen, oh je, Leichen waschen, Leichen zurechtmachen, Leichen ja. zu Hause abholen, die in den Sarg richtig legen, permanent mit dem Tod konfrontiert sein. Das ist für die meisten Menschen ja schauderhaft. Ja, man hält mich auch teilweise für morbide oder fragt mich, ob ich privat irgendwie in Schwarz rumlaufe und nur Gothic höre oder so, aber das ist überhaupt nicht. Also, ich bin eigentlich ein völlig normaler Mensch. Ja, ich meine, ich will das ja auch nicht irgendwie, ich will jetzt nicht irgendeine perverse Ader in dir herauskitzeln. Ich finde es ja gut, dass es so Menschen gibt. Ja. Ich finde auch gut, dass Leute das wirklich mit Überzeugung machen. Das muss ja auch gemacht werden. Das gehört ja mit zu unserem Leben dazu. Ja. Es ist ja eigentlich auch schlimm, dass wir alle immer so ein Schaudern und Gruseln kriegen, wenn wir hören Bestatter oder wenn der mal einen Leichenwagen durch die Straße fährt, der guckt mal am liebsten gleich schon wieder weg. So sollte es ja nicht sein. Insofern finde ich das ja auch gut, dass sich jemand dafür arrangiert. Mhm. Keinerlei Angst, keinerlei Ekel ist damit verbunden. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Nee. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du so engagiert bist, wenn du so leidenschaftlich dafür plädierst, warum hast du überhaupt den Beruf des Speditionskaufmanns angefangen? Weil es den Beruf der Bestattungsfachkraft, so heißt er wirklich, erst seit August 2003 als Lehrberuf gibt. Aber du bist auch seit 2003 erst als Lehrberuf in der Spedition. Richtig, aber da habe ich ja schon längst angefangen. Ach, da hattest du das vorher ich schon? Ich hatte ja einen Platz. Ja. Und ich habe es vor ein paar Monaten erfahren. Also, dann sag mir noch mal ein paar Sätze zu deiner jetzigen Tätigkeit. Wie findest du das und wie fühlst du dich dort? Also, als ich die Ausbildung angefangen habe, habe ich mich wahnsinnig wohl gefühlt. Mhm. Nur dann war ich ein paar Monate da und habe erfahren, dass es dann diesen Bestatterlehrberuf gibt. Mhm. Und seitdem fehlt mir völlig die Motivation. Ich mache es mir und meinen Kollegen wahnsinnig schwer. Mhm. Ich arbeite in der Schule kaum mit, weil ich mir immer wieder denke, wozu eigentlich? Du willst es doch gar nicht machen. So, somit haben wir eigentlich schon die Antwort. Ja, natürlich. Wir haben die Antwort. Nur jetzt ist die Frage, ich habe einen Ausbildungsberuf. Mhm. Soll ich den wirklich aufgeben? Weil es ist im Moment so schwer, überhaupt einen Platz zu finden. Ich weiß nicht, hast du dich erkundig gemacht, ob es auch so schwierig ist, im Bestattungswesen einen Ausbildungsplatz zu finden? Ich könnte mir vorstellen, dass es da einfacher ist. Weil es das ist nicht viele sehr Leute... schwer. Wirklich? Ja, weil es für die Bestatter selber auch Neuland ist, dass es ein Beruf ist. So, Vorschlag. Das ist dein Ding. Du willst es machen, wenn auch für viele Leute nicht nachvollziehbar. Ja. Dann geh doch mal, fahr doch im Moment zweigleisig. Du gehst weiter zu deiner Arbeit und deiner Ausbildung, ja. versuchst aber parallel dazu zu baggern und zu suchen und herauszukriegen, zu recherchieren, ob du irgendwo einen Platz findest. Das mache ich ja, da bin ich ja bei. Dann mach's nur, weiter. Dann mach's der weiter. Zweifel ist halt da. Ja, aber ich es wirklich machen. Ja gut, aber in dem Moment, wo du einen Ausbildungsplatz als Bestatterin hast, mach es. Ja. Ist doch egal, dann hast du halt ein Dreivierteljahr verloren oder ein Jahr, egal. Dann soll man das machen, was man wirklich will. So würde ich jetzt vorgehen. Also wenn ich einen Platz hätte, soll ich sofort abbrechen? Sofort, würde ich sagen. Absolut, gar keine Frage. Keine Sekunde würde ich zögern. Trotz diesen einen Jahres? Ja, egal. Finde ich. Okay. Ich habe eine Frage zum Schluss. Du bist 21 Jahre alt. Ja. Meinst du nicht, dass das auch den einen oder anderen jüngeren Mann verschreckt, wenn er hört, die ist Bestatterin? Also bisher hat es noch keinen verschreckt. Die waren am Anfang vielleicht ein bisschen erschrocken, aber dann fanden sie es auch irgendwo bewundernswert, weil es die meisten Leute halt nicht können. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass manche Leute dich schon ein bisschen für bekloppt halten, ne? Ja. Ja, doch. Ja. Nein, also ich finde es gut, ich finde es ungewöhnlich, aber ich finde es gut. Und wenn das so funktioniert, wie wir es gerade besprochen haben, mach es und ich wünsche dir toi, toi, toi. Alles klar, alles Dank. Gute, Anna. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, soll ich es tun, wenn ihr im Moment in einer Situation seid, vielleicht in einem Dilemma steckt, vor einer großen Entscheidung
steht. Soll ich das tun? Soll ich es nicht tun? Ich meine jetzt nicht irgendwelche kleinen Firlefanz-Entscheidungen, sondern wirklich entscheidende Sachen, die das Leben betreffen. Und ihr nicht so ganz sicher seid, was ihr tun sollt. Und ihr gerne mit jemandem drüber reden wollt, diskutieren wollt. Dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Es könnte sein, wenn ihr vielleicht etwas beichten wollt, kurz davor steht. Es könnte sein, wenn ihr vielleicht euer Doppelleben auffliegen lassen wollt. Oder wenn ihr vielleicht da kurz davor seid, einen großen Fehler zu machen. Wenn ihr eine Selbstjustiz, vielleicht eine Racheaktion auszuüben und ihr seid hin und her gerissen, soll ich es tun, soll ich es nicht tun. So, Jessica. Jessica ist 27 und jetzt hier bei mir zugeschaltet. Hallo Jessica. Hallo Domian. Soll ich es tun? Ja, es geht nicht um meine Noch-Ehe, wo ich nicht weiß, ob sie weiter bestehen kann und soll oder nicht. Ich weiß absolut nicht mehr weiter. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind seit letztem Jahr Oktober verheiratet. Noch nicht lange, ne? Nee. Und wie lange zusammen schon? 3 Jahre. 3 Jahre. Mhm. Mhm. Aber das läuft jetzt nicht so, dass du sagst, wow, ich bin froh und glücklich. Nein. gar nichts. Was läuft schief? Es läuft alles schief. Es geht sich um Pille-Palle-Sachen manchmal, wo er mich auf die Palme versucht mitzubringen. Ich weiß nicht, ob er es absichtlich tut oder ob er wirklich husselig ist oder sonst irgendwas. Mhm. Dann ist es daran, dass er dauernd arbeitslos ist. Er findet Arbeit und viele Leute wollen ihn und er meldet sich einfach nicht bei den Leuten. Und dann frage ich mich wieder, will er arbeiten oder will er nicht arbeiten? Wie verhält er sich dir gegenüber? Ist er zu dir trotz aller Probleme dennoch respektvoll? Unterschiedlich. Manchmal trägt er mich auf Händen und holt mir die Sterne vom Himmel und auf der einen Seite behandelt er mich wieder wie das kleine Döfchen, die hinter ihm herlaufen muss und seine Sachen wegräumen soll. Oder ich weiß es nicht. Er sagt immer, ja, du brauchst es ja nicht zu tun. Mhm. Ist er gewalttätig dir gegenüber? Eigentlich nicht. Eigentlich nur heißt ja, ist eine Einschränkung, ne? Ja. Das heißt, es kommt doch schon mal vor. Es kommt schon mal vor, ja. Dass er dich schlägt. Ja, dass wir uns beide gegenseitig schlagen. Hm. Wie oft ist das jetzt während der kurzen Ehe vorgekommen, dass er dich geschlagen hat? Das ist nicht mehr zählbar. Das ist nicht mehr zählbar? Nein. Dann sagst du das so am Rande? Eigentlich nicht? Und ja. Wie schlägt er? Schlägt er dich heftig? Es ist unterschiedlich. Ich weiß nicht, aber manchmal schlägt er und dann wehr ich mich oder ich schlage und er wehrt sich. Es kommt sich eigentlich immer nur drauf an. Mhm. Weil es ist wirklich so, dass wir uns hier mittlerweile jede Woche hier rumprügeln. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass er dir körperlich überlegen ist. Nicht unbedingt. Ach, nicht unbedingt. Du bist nicht unbedingt. Du bist eine kräftige junge Frau. Ja, doch, ja. Ja. Und ich habe schon viel mitgemacht in meinem Leben. Wie heftig geht das zu? Schlägt er dich ins Gesicht? Bist du verletzt? Wie sieht das aus? Also die letzte Prügelei war eben erst vor einer knappen Stunde. Oh. Ja. Und ich weiß einfach keinen Ausweg mehr. Die Frage war gerade, sag's mir noch genauer. Ich möchte mir das vorstellen können. Hast du manchmal blaue Flecken? Hast du schon mal eine gebrochene Nase gehabt? Blutest du? Das letzte Mal war die 2. Maiwoche, dass ich dann auch zur Polizei gegangen bin, dass ich wirklich Würgemale am Hals hatte, dass ich fast bewusstlos war, so dass er mich gewürgt hat. Mhm. Ich hatte Prellungen im Gesicht, davon habe ich jetzt noch eine kleine Narbe unterm Auge und einmal so von seinen Fingernägeln, die Abdrücke auf der einen Bange. Mhm. Und, also das sind alles nur wirklich keine Kleinigkeiten, ne? Das ist starker Tobak. Ja. Der hat dich gewürgt, dass du fast bewusstlos warst, du gehst zur Polizei. Ja. Hast du ihn angezeigt bei der Polizei? Ja, ich hatte ihn angezeigt. Am nächsten Tag bin ich mit Freundin zur Polizei und habe ihn angezeigt. Ja. Er ist dann auch von der Wohnung ausgewiesen worden. Ja. Und am nächsten Tag, wie ich dann eben dann das Attest brauchte für die Polizei, bin ich eben zu meinem vertrauten Arzt gegangen
Und da habe ich auch noch dann die Nachricht bekommen, dass ich wahrscheinlich Unterleibkrebs habe. Und ja, da habe ich natürlich dann angerufen, dass er bitte zu mir kommen soll. Mhm. Weil die Entscheidung eben gefallen werden musste, ob ich mir alles rausholen lasse oder nicht. Mhm. Und die Entscheidung wollte ich nicht alleine treffen. Mhm. So. Es ist ja nicht so, dass mir nichts an ihm liegt oder so. Ich weiß aber nicht mehr, was ich machen soll. Auf der einen Seite. Du sagst gerade, ihr habt vor einer Stunde auch gestritten und euch geschlagen. Ja. Was war der Grund da? Der Grund ist eigentlich immer dasselbe. Nämlich? Dass er sich für jeden Scheiß aufregt. Er meint immer von wegen, ja, er regt sich zum Beispiel auf, dass ich meiner Tochter ein Bibi-Blocksberg-Heft für 2,30 Euro gekauft habe. Ach so, ihr habt Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Mhm, ja. Das ist nicht unsere leibliche. Ja. Die habe ich mit in die Ehe gebracht. Mhm. Also Kleinigkeiten, ja. Und dann eskaliert das. Hat er sich schon mal entschuldigt für das, was da los ist, was da abgeht? Ja, er hat sich schon entschuldigt. Und er erwartet es auch von mir. Aber ich kann mich nicht bei ihm entschuldigen. Mhm. Ich mache es auf eine andere Weise, dass ich ihm zum Beispiel einen Brief schreibe, dass ich es vielleicht runterspiele, dass ich ihm irgendeine Aufmerksamkeit zugebe. Ja. So, jetzt sag mir mal, was aus dieser Polizeigeschichte geworden ist. Du bist zur Polizei gegangen. Ja. Du hast ihn angezeigt. Ja, er hat auch 10 Tage Wohnungsverweisung bekommen. Hat er dir das nachgetragen, dass du ihn angezeigt hast? Ja, jeden Tag aufs Neue. Mhm. So, Jessica, was du mir jetzt in den paar Minuten erzählt hast, klingt ja alles andere als rosig. Es klingt sehr, sehr schwierig und unangenehm und furchtbar. Es klingt sehr kaputt alles. Ja, ist es auch. Ja. So, jetzt sagst du wahrscheinlich mir, wirst du mir sagen, ja, aber irgendwie liebe ich ihn schon noch. Ja, das ist es nämlich. Das ist aber es. Ich denke mir auch mal, ich habe eine 7-jährige Tochter, ich muss auch an meine Tochter denken. Mhm. Du musst an deine Tochter denken, du musst an deine Gesundheit denken. Offensichtlich bist du sehr schwer erkrankt. Das sind ja alles Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und deine 10-jährige Tochter kriegt ja nun auch alles mit. Die kriegt das nicht, vielleicht alles nicht direkt mit, aber indirekt kriegt sie es schon mit, was die Stimmung betrifft. Auf jeden Fall. Sie spielt es sehr runter. War das denn eigentlich so, ihr seid Oktober erst verheiratet, war es denn vorher auch schon so schwierig mit ihm oder hat das mit der Ehe angefangen? Es wurde eigentlich erst später schlimmer, wie er im Januar wieder arbeitslos wurde. Das, was du jetzt mir erzählt hast, würde für mich eigentlich so von der groben Beurteilung schon reichen zu sagen, geh aus der Beziehung raus, geh aus der Ehe raus. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob so etwas wie eine Eheberatung da noch einen Sinn hat, wenn das so verfahren ist. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Würde er das denn machen? Ich glaube nicht, dass er zu sowas bereit wäre. Mhm. Eigentlich finde ich auch fast, nach dem, was da passiert ist, Stichwort würgen und bewusstlos schlagen, dass da diese Chance auch gar nicht mehr gegeben werden sollte. Und vor allen Dingen, wenn das so oft vor und immer wieder vorkommt, finde ich, dass du gehen solltest. Mit allen Komplikationen, die da damit verbunden sind. Ob ihr irgendwann wieder mal ein vielleicht vernünftiges Verhältnis miteinander bekommt, weiß ich nicht, wäre zu wünschen. Aber jetzt müsstest du da eigentlich erstmal raus und zwar so schnell wie möglich. Ja, das ist es nämlich. Aber ich weiß ganz genau, dass ich dann wieder kaputt gehe. Ich habe schon eine gescheiterte Ehe hinter mir mit dem Vater meiner Tochter. Mhm. Und da hatte ich lange dran zu knabbern. Die Frage ist nur, Jessica, du sagst, dass ich dann wieder kaputt gehe. Ich glaube, das ist ein harter Einschnitt für einen Neuanfang. Wenn du jetzt da bleibst, dann gehst du wirklich kaputt. Denn so etwas wie soll das die nächsten Jahre so weitergehen? Das wird ja wahrscheinlich immer mehr eskalieren, wenn da nicht etwas Gravierendes passiert. Hast du ihm das angedroht schon? Schon öfter. Und das ist ihm egal? Ja. Mhm. Auch wir hatten ja auch schon so oft die Polizei hier, dass Nachbarn die Polizei angerufen haben. Mhm. Ich hab öfters auch selber dann die Polizei angerufen. Das ist doch alles kein Zustand. Und es hieß dann immer, ich soll gehen mit der Kleinen. Weil er nicht die Wohnung verlassen würde. Gut, dann geh du. Ja. Dann geh du. Aber geh weg von diesem Mann. Geh weg von diesem Mann. Ich weiß, dass es immer verbunden ist mit zahlreichen Komplikationen und Schwierigkeiten. Frage, wohin soll ich gehen, wie finanziere ich das und so weiter. Das ist es nämlich.
Das ist es. So. Deswegen würde ich dich gerne jetzt, würde ich dir gerne vorschlagen, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen und dir aus dem Hintergrund heraus da einige Tipps geben und Anregungen, wie du das machen könntest. Mhm. Ja? Dann legst du jetzt auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay, alles Liebe und alles Gute, Jessica. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Soll ich es tun? Das ist unser Thema heute Nacht. Die Frage, wenn ihr vor dieser Frage im Moment stehen solltet, wenn es um etwas Gravierendes geht, soll ich mich dafür entscheiden und ihr noch nicht so ganz sicher seid, ob ihr es tun sollt, dann ruft an, wir können drüber reden. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Gudrun und Gudrun ist 41. Hallo. Hi. Gudrun. Hallo. Ja, hallo Gudrun. Ich höre Sie. Ja, ich höre dich auch und wir duzen uns. Okay. Ne? So, vor welcher Entscheidung, vor welcher Frage stehst du? Ja, ich hatte Ihnen schon mal gesagt, wegen diesem Studium da. Wegen was? Dieses Studium, oder wie das heißt. Ja. Wo die Frauen das da machen, diese... Also wir beide haben noch gar nicht miteinander geredet. Du hast mit einem Mitarbeiter von mir gesprochen. Ja, richtig. Ne? Das geht um diese Domian-Sachen da. Das ist hier die Domian-Sendung, ja genau. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Sender und ich bin Domian. Ja, richtig. Aber es gibt ja so ein Studio, da sind extra diese Frauen, die ausgepeitscht werden. Ach so, nein, das sind Dominas. Ja, genau. Das sind keine Domians, das sind Dominas. Und das hatte mein Freund vor, jetzt mit mir zu machen. Er hatte das geplant mit seinem Kollegen da in Stadthagen. Ja. Und wie? Und da sollst du mitgehen? Ja, die hatten das da gemacht, weil die gemerkt haben, dass ich eine ziemlich starke Frau bin. Ja. Und jetzt wollte der mich kennenlernen. Und wollte mir mit mir sowas mal durchführen, wie weit ich diese Stärke aushalte. Moment, jetzt muss ich es richtig verstehen. Du bist verheiratet? Nein, ich bin verlobt. Okay, du hast einen Partner. Ja. Der Partner kennt so ein Domina-Studio. Ja. So, und dein Partner möchte dich damit hinnehmen? Ja, richtig. Damit du eine Domina da wirst? Oder soll die Domina... Soll das mal kennenlernen. Ja, was heißt kennenlernen? Was soll da passieren mit dir? Ja, die haben mir da von diesem Studium erzählt, dass man da sowas machen kann. Und Interesse hätte ich schon mal daran, das mal an mir anzugucken. Ja, also dein Verlobter, wir müssen ein bisschen klären, sonst kommen wir nicht, verstehen wir es richtig. Ja. Also dein Verlobter geht zu dieser Domina ab und zu. Ja, nein, er war früher bei sowas. Er war früher. Während ihr zusammen seid, hat er das noch nicht gemacht. Nein. Nee. Er ist dann ein Sklave. Ja, nein, umgekehrt. Ich soll das machen. Nein, aber er war ja früher bei der Domina. Ja, ja, ne? Nein, er hat sich das früher mit diesem Freund oder was das da ist, sich mal so ein Studium mal früher irgendwie mitgeleitet oder was. Ach, er hat das mitgeleitet? Ja, der hat früher sowas mal mitgenommen. Ach so. Aha, so, jetzt sollst du eine Sklavin sein. Ja, ich soll das für ihn mal auskundschaften, wie das ist. Ja. Also er will, dass ich das mal hier mal angucke. Ja, weil, also du sollst mal zu dieser Domina gehen, ja. Dann soll die dich richtig auspeitschen. Ja, weil... Und dann sollst du sagen, Mann, ob... Der das macht. Wie? Das ist ein Mann, der das macht. Das ist ein Mann, achso, ein, wie sagt man das, ein Herr ist das dann, ne? Ja, genau. So, und das soll quasi getestet werden und wenn es dir gefällt, dann will dein Freund das bei dir machen, oder wie? Ja, genau. So, jetzt haben wir es doch verstanden. Er hat eine perverse Ader. Aber wieso so kompliziert? Er kann es doch so mal bei dir ausprobieren. Ja, aber er hat ja diese ganzen Sachen nicht und er hat die Geräte aber da. Also es geht nicht nur um eine Peitsche, sondern um viele andere Dinge auch noch. Ja, genau. Aha. Will denn dein Verlobter mitgehen dann und zugucken? Mhm. Also. So, Gudrun, du hast mit so etwas noch nie was am Hut gehabt? Nee. Noch nie? Du hast immer normale Sexualität gelebt? Ja, genau. Was macht dir das denn für Vorstellungen, die Vorstellung, dass da ein Typ dich auspeitscht, dich vielleicht irgendwie ankettet und allerlei Dinge mit dir treibt. Er hat mich mal versucht auszupeitschen und hat er gemerkt, dass ich auch schnell feucht werde. Ja. Und jetzt wollte er das mit in diesem Studio ausprobieren. Also, meine Frage war, was für mich also reizbar ist. Ja, oder was macht das für Gefühle, die Vorstellung? Ja. Hast du da Angst? Ist es ein bisschen, bist du interessiert daran? Ja, interessiert bin ich schon daran, ja. Aber ich habe noch ein bisschen Angst davor. Ja, warum Angst? Weil er mir viel von gesagt hat, von so Drähten, Peitschen und sowas. Aha, also du weißt nicht so richtig, was auf dich zukommt da.
Ja, genau. Und man weiß ja nie, was da alles passiert und man gar nicht mehr dann Herr seiner selbst ist. Ja, genau. Die wollten mich jetzt damit überraschen und ich weiß jetzt nie, was sie da geplant haben. Also, wenn du so ein Grundinteresse daran hast, ist das ja okay. Mhm. Dann würde ich an deiner Stelle sagen, okay, Jungs, ich gehe dahin, aber ich will vorher absprechen, was passiert, was da passiert. Ja, genau. Das so, meine ich. Ne? Und du musst, und so ist das ja in der Szene auch üblich, dass du einfach dich auf einen Begriff einigst mit dem Herrn, wenn du sagst, stopp oder irgendein Wort sagst, dass er einfach aufhört. Ja, genau. Ne, dass in dem Moment, wo etwas passiert, was du nicht mehr möchtest, dass dann wirklich Schluss ist. Und dann kann ja im Prinzip gar nichts passieren, nichts Schlimmes. Ja, er sagte mir was von, die hatten auch so Spinnen und sowas, die so auf dem Körper rumgelaufen. Ja. Und davor ekel ich mich schon mal ganz. Gut, da kann man von vornherein ja sagen, also bitte keine lebenden Spinnen auf dem Körper. Ja, genau. Und man kann ja im Prinzip die ganzen Praktiken, die dort gemacht werden, mal durchgehen, so theoretisch. Mhm. So, dann kannst du sagen, okay, interessiert mich, mache ich. Spinnen nicht, dieses, was wäre noch was, was du nicht willst? Ja, ich weiß ja nicht, was die da alles drin haben. Genau, deswegen musst du dich vorher mal erkundigen. Also ich würde sagen, mit den Leuten reden, ne, alles abklären und ein Codewort vereinbaren, wenn du das rufst während der Aktion, dass dann Schluss ist. Mhm. So würde ich es machen, Gudrun. Ja. Ne? Und dann rufst du es nochmal an und erzählst, wie es war, okay? Ja, okay. Alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. Gudrun war das, die kurz davor ist, mal eine Erfahrung als Sklavin zu machen. Soll ich es tun, heißt unser Thema, Telefonnummer 0800 220 5050. Melanie steht auch vor einem Problem oder vor einer Frage. 22 ist sie alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Melanie. Was ist es bei dir? Also bei mir ist das Problem, ich bin 22 und mein Lebensgefährte ist 52. Oh. Ja, das ist ein kleiner Altersunterschied vorhanden. Ein rasanter Unterschied, 30 Jahre. Ja. Mann. Und ja, mein Lebensgefährte, der hat jetzt schwer Krebs gekriegt und hatte eine Operation. Und da haben sie ihm Kehlkopf und alles rausgenommen. Oh. Und jetzt kann er überhaupt nicht mehr, also hat keine körpereigene Sprache mehr, wie die Ärzte so nett sagen. Sondern atmet halt durch so einen Luftröhrenschnitt und muss sich dann halt auch so artikulieren. Und diese Situation, die ist halt ein bisschen schwer zu verdauen an sich. Lass mich eben kurz fragen, du sagst, er muss sich so artikulieren. Das heißt, er kann schon irgendwie durch die Luftröhre, ich glaube, das kann man, ne? Man kann irgendwie so... Ja, genau, man das ist funktioniert praktisch wie beim Rülpsen oder beim Aufstoßen. Ja, genau, ja. Mhm. Ne? Klingt seltsam, aber der Mensch kann sich mitteilen, ne? Genau. Mhm, ja. Und jetzt ist die Situation einfach so, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, weil wir jetzt auch viel streiten und er ist sehr in sich gekehrt und redet nicht viel und dadurch mache ich dann auch Fehler. Das Problem ist halt, dass ich das immer schlecht beurteilen kann. Ich weiß ja nicht, dass ich einen Fehler mache, wenn er nicht mit mir spricht. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen schon? Etwas über 5 Jahre. So lange? Mhm. Ja. Also und lebt auch zusammen? Ja. Diese Krankheit, die schwere Krankheit, wann hat er die bekommen? Also die Operation, die war jetzt Anfang April. Ja. Ist denn damit jetzt zumindest hoffentlich sein Krebs erstmal gebannt? Oder hat er an anderen Stellen im Körper auch etwas? Nee, also er muss jetzt noch zur Bestrahlung. Mhm. Das ist nur so Vorsichtsmaßnahme. Also er gilt eigentlich als geheilt. Die haben sich ziemlich schnell erkannt. Mhm. Das heißt also, es ist ja noch alles sehr frisch. Das heißt, er hat durchaus eine Chance, wenn auch mit einer Behinderung, wieder ein normales Leben zu führen. Genau. Ja. Ja. Für ihn ist das Ganze doch wahrscheinlich auch ein irrer Schock gewesen und immer noch. Ja. Mhm. Also, er ist eigentlich ziemlich stark oder beziehungsweise er zeigt es nicht so nach außen, wie es ihm wirklich geht und das macht die Situation halt unheimlich schwer. Jetzt erklär mir nochmal genauer, das habe ich noch nicht so ganz kapiert, woran es sich bei euch jetzt reibt oder wo der Streit und die Probleme entstehen. Ja, das ist schwer zu erklären. Also er äußert sich nicht so recht und dann fangen wir an zu streiten, also über Kleinigkeiten, ne? die er dann eigentlich voraussetzt in meiner Fürsorge für ihn ja. Und
für mich ist das halt alles ein bisschen viel auf einmal, weil er lässt sich jetzt auch total gehen. Ja. Er hat auch schon vorher seinen Laden verloren, er war selbstständig und da muss er zumachen. Das ging nicht mehr und dann sitzt er halt nur zu Hause und ich muss arbeiten und er rührt sich halt gar nicht mehr und ich arbeite und mache den Haushalt und kümmere mich um ihn. Und das heißt, du würdest ja eigentlich ein bisschen mehr Verständnis auch von ihm wünschen und Anerkennung von ihm wünschen auch? Ja, weil ich gehe immer wieder auf ihn ein und frage immer, wie geht es dir denn und wollen wir heute mal was machen oder geht's dir nicht so gut und wie kann ich dir helfen? Aber er ist ganz in sich gekehrt, ist launisch vielleicht auch. Ja. Und manchmal auch ein bisschen patzig oder bösartig gar. Ja, bösartig würde ich schon eher sagen. Das war vorher nicht so. Nee. Überhaupt nicht. Vorher war das eine gute Beziehung, die normal lief. Ja. Ja, kann man sagen. Mhm. Wie ist denn dein Empfinden für deinen Freund, abgesehen von diesen Problemen? Die Probleme können natürlich das Empfinden schon beeinflusst haben, aber ich frage es trotzdem. Ja, also ich liebe ihn auf jeden Fall und ich möchte ihn auch nicht verlieren und möchte ihm auch helfen, wo es nur geht. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt das weitermachen soll und ich weiß nicht, worauf ich jetzt warten muss, dass es besser wird oder dass es anders wird. Also man kann ja verstehen, dass jemand, der so eine schwere Erkrankung hat und auch so einen gravierenden Lebenseinschnitt jetzt hinnehmen muss nach der schweren Operation, dass der einen Schock bekommen hat, dass der irritiert ist, dass der erstmal völlig neben der Kappe läuft. Das ist ja auch völlig normal. Mhm. Aber andererseits muss man auch von einem solchen Menschen verlangen, dass er den anderen und den nächsten Menschen, das bist jetzt du, auch weiter respektiert. Mhm. Ne? Da sind ja viele Dinge wahrscheinlich auch schon vorgefallen, die einfach auch respektlos sind. Wo du dir eben sehr viel Mühe gibst und dich aufopferst und er dich anpatzt, ne? Und das alles wegwischt, was du tust. Ja, genau. Ne? So, und da ist der Punkt, ich finde auch, dass man auch einem schwer Kranken das ab einer bestimmten Zeit zumuten muss, sich auch am Riemen zu reißen, sage ich mal so. Das tut er für sich selbst dann auch, weil ihm geht es dann hinterher auch besser. Die große Frage ist jetzt, wie kann man das bei ihm hinkriegen? Wie kann man diesen Lernprozess auch bei ihm in Gang setzen? Dass er nicht nörgelig ist, dass er nicht launisch ist, dass er nicht rumstinkig ist und so weiter. Mhm. Das wüsste. Ja, das überlege ich jetzt gerade. Ist er ein Mensch, mit dem man an sich so ganz gut reden kann? Oder macht er eher zu und ist er so ein typischer Mann, der irgendwie alles so für sich alleine regelt? Ja, meistens regelt er das alles so für sich alleine. Mhm. Also er hat auch schon mal so Momente, da redet er dann und dann aber auch offen. Mhm. Die sind zwar selten, aber sie kommen ab und zu. Aber in letzter Zeit ist da gar nichts mehr und ich komme irgendwie überhaupt nicht mehr an ihn ran und weiß auch nicht, wie ich noch weiter helfen soll. Hast du das so gesagt? Hast du gesagt, hier, pass auf, ich fühle mich mittlerweile völlig hilflos, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll? Ja, ich bin hingegangen, habe gesagt, ich fühle mich überfordert und ich wäre schön, wenn wir darüber reden könnten und dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Ja. Und ja, das war dann heute der Tag, wo er die Tür zugeknallt hat und gesagt hat, er fährt einkaufen und das war um 17 Uhr und seitdem war er nicht wieder gesehen. Eigentlich müsste in einem solchen Fall, entweder müsste er sich eine Hilfe suchen von außen, um eben auch mit seiner Krankheit zurechtzukommen, um die zu akzeptieren. Das hat er ja natürlich alles auch noch nicht akzeptiert. Ich will es ja auch nicht runterreden. Das ist ja auch sehr schlimm, was mit ihm vorgefallen ist oder was mit ihm passiert. Er müsste einen Psychologen haben, mit dem er arbeitet, seine Krankheit anzunehmen, sein Schicksal anzunehmen. Ich glaube, dann würde er mit dir auch anders umgehen. Das ist das eine. Das andere wäre, dass es vielleicht sogar gut wäre, im Doppel das zu machen, dass ihr beide zusammen bei einem Psychologen seid, um auch mit einer neutralen Person diese Lage zu besprechen. Ist er zugänglich für solche Vorschläge? Eher nicht. Also er gibt sich immer ziemlich verschlossen. Würde er zugänglich sein, wenn er merkt, wie ernst das ist, dass vielleicht sogar eine Gefahr besteht, dass eure Beziehung kaputt geht an seinen Launen? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Es ist so schwer momentan zu beurteilen, weil er hat so viele Ärzte um sich rum und er hat auch ist auch in logopädischer Behandlung, also hat eine Stimmbehandlung und morgen wäre ein Treffen oder ist ein Treffen mit einer Selbsthilfegruppe. Ah ja, das ist schon mal gut. Vom Kehlkopflosenverein, aber da will er jetzt auf einmal auch nicht mehr hin. Und
Und das wäre ja schon ziemlich wichtig. Mhm. Finde ich auch. Für mich, finde ich, ist das auch wichtig. Ne? Finde ich auch. Also wenn er das machen würde, fände ich auch einen ganz wichtigen Schritt. Ich muss nochmal sagen, man muss es natürlich auch respektieren, dass er sehr viel mitmacht im Moment. Aber ja, ich habe da auch absolut Verständnis. Klar, aber auch da ist irgendwo die Grenze. Ich mache einen Vorschlag. Ich möchte dich jetzt gleich mit meiner Psychologin noch verbinden, die dir noch so ein paar Anlaufstellen und ein paar Tipps vermitteln wird, wenn ihr euch doch vielleicht gemeinsam entscheiden solltet, irgendwo hinzugehen, dass du weißt, wo du hingehen kannst in eurer Umgebung. Wenn er sich jetzt völlig dicht macht und gar nichts unternimmt, dass du zumindest für dich eine Anlaufstelle findest, finde ich wichtig. Dass du eine Stabilität kriegst und nicht alles in dich reinfressen musst. Das Beste wäre natürlich, wenn es von ihm mit ausging. Aber es muss irgendetwas jetzt passieren, finde ich. Ja. Ne? Melanie, du legst auf und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich an. Alles klar. Alles Gute. Gut. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Saskia, 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo Saskia. Soll ich oder soll ich nicht? Heißt das Thema. Richtig. Um was geht's bei dir? Mein Problem ist eigentlich, dass ich halt seit ein paar Jahren schon denke, dass ich ein Alkoholproblem habe, weil ich halt regelmäßig Alkohol trinke. Ja? Seit wie viele Jahre? Ja, so 5 Jahre schon ungefähr. Mhm. Und es ist halt so, dass ich halt jeden Tag eigentlich zu Hause, soweit ich das hinkriege, dass niemand das mitbekommt, was trinke, weil ich das auch schon irgendwie brauche. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Nee, ich habe eine eigene Wohnung. Und wer könnte das mitbekommen? Ja, mein Freund, der ist halt die Woche über nicht da, aber ja. Wenn er am Wochenende kommt und ich dann halt auf Tour gehe und er geht halt nie mit, dann ja, trinke ich halt auch immer ziemlich viel. Ich will es mir mal vorstellen, wenn du so, sag mir mal so dein Tagespensum, deine Tagesmenge, die du so konsumierst. Ja, also am Tag ist es so zwischen einer halben Flasche und einer Flasche. Was, Bier, Wein, Schnaps? Ja, schon Schnaps, also kommt drauf an, mal Korn, mal Rum, mal Wodka, was halt so da ist. Also jeden Tag eine halbe Flasche Korn? Ja, mindestens. Wie bitte? Mindestens. Ja, genau. Da kommt dann noch eventuell ein Bier oder ein Wein dazu, kann das sein? Ja, ab und zu mal ein Wein, mit der Familie dann halt. Wie viel hast du heute schon getrunken? Heute habe ich 3 so Alkopops getrunken bisher. Ja, und bis jetzt werden wir beide uns unterhalten, relativ klar. Ja, im Moment geht's noch. Also ich merke es halt auch nicht mehr so viel. Deswegen trinke ich halt so viel, damit ich überhaupt irgendwie berauscht bin, sag ich mal. So, das ist eine Tagesdosis, die ich schon sehr hoch finde. Eine halbe Flasche Korn pro Tag finde ich schon krass, wirklich. Fängst du schon morgens damit an? Oder ziehst du es dir an? Morgens geht's eigentlich nicht, weil ich halt zur Schule gehe. Aber wenn ich halt so nachmittags von der Schule komme, dann brauche ich halt schon so meinen ersten kurzen eigentlich. Ja, du bist eine Schülerin mit 22? Ja. Ja, ich mache eine schulische Ausbildung. Ah ja. Wenn du dann am Wochenende auf die Rolle gehst, dann geht's aber dann nochmal heftig, wird nochmal zugelegt von der Quantität. Dann wird es so heftig, dass ich halt teilweise des Öfteren rausgetragen werde von Türstehern und ich auch wohl mal aggressiv werde und auf Leute losgehe, mit denen ich halt ein Problem habe und ja. Hast du denn schon mal so für dich versucht, dass du gesagt hast, okay, ich erkenne das, da ist offensichtlich ein Problem. Ich lasse jetzt mal den Alkohol ein paar Wochen gänzlich sein oder mal eine Woche. Hast du das mal versucht? Ja, ich habe eine Woche habe ich mal durchgehalten, aber dann bin ich halt am Wochenende wieder schwach geworden. Mhm. Seit wann ist das für dich so, dass du sagst, das ist ein Problem, da stimmt was nicht? Ja, das ist halt eigentlich so seit meiner letzten Beziehung, die ist jetzt ein halbes Jahr her. Mhm. Dass das halt irgendwann mal mein Freund mitbekommen hatte oder mein Ex-Freund und ich habe mich dann halt von dem getrennt, weil ich das auch nicht wahrhaben wollte und weil ich immer dachte, der unterstellt mir irgendwas. Ja. Und, ja, und jetzt bin ich halt in einer neuen Beziehung und den liebe ich über alles und so und das Problem ist halt, dass ich den deswegen nicht wieder verlieren will und ich mir halt schon überlegt habe, dass ich vielleicht eine Therapie machen sollte. Ich war auch schon bei der Diakonie und habe mich da informiert und müsste dann halt nach Bremen, das wäre halt so eine Stunde Autofahrt entfernt. Ja. Nur ich habe halt ein bisschen Schiss, weil das halt niemand weiß und mich dann halt so zu outen, weil ich ein bisschen Angst habe, dass meine Umgebung mich dann irgendwie abstößt oder so. Also dein neuer Freund weiß das auch nicht? Nee, der weiß es auch nicht. Aber ich denke, dass er so langsam ein bisschen ahnt, weil der hat mich neulich mal, als er mich besucht hat, hat er mich gefragt, ob ich was getrunken hätte, weil ich halt eine Fahne hatte und ich habe dann halt abgestritten, weil ich mich da auch ziemlich für schäme. So. Ja. Der Rest der Familie weiß auch nichts. Oder der Familie oder Freunde und so, die wissen nichts. Ja, denen ist es eigentlich nicht so bewusst, weil meine Eltern sind beide Alkoholiker. Ah, ja.
waren auch schon mal in Therapie und bei denen hat das nichts gebracht und deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, dass das vielleicht bei mir auch nichts bringt und ich dadurch halt meine ganzen Freunde verliere und meine Beziehung. Also jetzt muss ich mal eins sagen. Ich finde das schon einen ganz tollen Schritt, Saskia, dass du selbst sagst, ich glaube, ich bin Alkoholikerin. Die meisten, die saufen, werden hochaggressiv, wenn man denen sagt, hier, du bist Alkoholiker. Ich finde, dass du Alkoholiker bist. Ich finde, das ist der ganz, ganz, ganz große erste Schritt zur Selbsthilfe. Zu sagen, ja, ich bin es oder ich habe zumindest ein Alkoholproblem. So, wir können uns ja auf die Formel einigen, ne? Ich habe ein Alkoholproblem, kannst du sagen. Ja. Ne? Das doch, ist ganz einfach. Schon, also mittlerweile wohl. So. Hast du gerade gesagt, ich habe Angst, ich schäme mich dafür. Ich finde, man muss sich viel mehr schämen, wenn man nichts gegen das Problem tut und weitersäuft. Wenn man aber etwas unternimmt, muss man sich überhaupt nicht schämen. Dann zeigt man ja Größe, dann zeigt man ja Stärke, dann sagt man ja hier, ich kämpfe gegen eine Sucht an, was dann ganz mit zu den schwierigsten Dingen überhaupt gehört. Da muss man sich nicht schämen. Und ich finde deine Motivation super klasse. Du sagst, ich habe schon einmal eine Liebe verloren. Ich möchte jetzt nicht die neue, den ich über alles liebe, den Typ, mich auch noch verlieren. Sag ihm radikal die Wahrheit und oute dich bei ihm. Ja. Ich glaube, dass ihn das beeindrucken wird. Und wenn du das gleich damit verknüpfst und sagst, hier, ich liebe dich so sehr, ich möchte nicht unsere Beziehung auch noch aufs Spiel setzen. Ich unternehme auch was. Ich gehe in einen Entzug, in eine Therapie, was auch immer. Ja, das Problem ist halt nur, dass er eine Ex-Freundin hat, die auch eigentlich immer ziemlich viel getrunken hat. Und der sagt mir halt immer, wie sehr er das gehasst hat, weil er überhaupt kein Mensch ist, der irgendwie viel trinkt oder so. Mhm. Gut. Davor habe ich halt auch so viel Angst. Klar, aber wenn du nichts sagst und nichts machst, dann besteht die Gefahr ja viel größer, dass du noch mehr reingezogen wirst in das Ganze und es dann irgendwann auffliegt und dann kriegt er wirklich das große Grauen und wendet sich ab von dir. Wenn du aber jetzt sagst, pass auf, ich weiß, du kennst das Problem schon mit deiner Ex-Freundin, ich hab's auch, aber ich will jetzt sofort etwas unternehmen, sofort. Bin ich ganz sicher, wenn der Typ dich lieb hat, dass er das sehr hoch respektiert und sagt, okay, komm, das ziehen wir jetzt gemeinsam durch. Ich unterstütze dich dabei. Also ich möchte dich wirklich nur ermutigen, Saskia, das zu tun. Ich finde es so klasse, ich habe richtig Respekt vor dir, dass du sagst, du hast dich schon guck mal, du rufst ja an, du erzählst mir das. Du hast dich schon bei der Diakonie erkundigt. Du weißt schon, wo ein Therapieort ist. Das sind doch alles tolle Schritte. Jetzt mach bloß weiter. Ja, ich denke auch, dass das eigentlich wohl das Beste ist. Das ist das Beste. So Angst, mich zu outen, dass niemand mehr was mit mir zu tun haben möchte und ach, so. Du musst es ja noch nicht der ganzen Welt erzählen. Ja, nur wenn ich dann halt weg bin, dann wird das mindestens einen Monat sein, denke ich mal. So, da will ich ja auch was sagen. Wenn Freunde sich von dir abkehren, weil du ein Alkoholproblem hast und sogar in eine Therapie gehst, dann kannst du die Freunde aber auch wirklich vergessen. Gut, dass sie weg sind. Alle Leute, die dich kennen und die ein bisschen ein Rückgrat haben und einen guten Charakter haben, die werden das respektieren und werden sagen, gut, dass sie es macht. Und sie werden dich unterstützen. Ja, ich denke auch. Wirklich? Also die Leute, die sich von dir abkehren, schmeiß sie in den Wind. Die sind es eh nicht wert und sei froh, dass du sie los bist. Ja, ich denke auch, dass es eigentlich wohl so sein muss, ja. Ja. Also, Saskia, ran. Zieh alles so durch und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du es schaffst. Und ich bin sicher, du schaffst es, weil du sehr viel Willen hast. Das merke ich schon. Okay. Alles Gute. Besten Dank, ne? Tschüss. Tschüss. Hier ist Jasmin, 23. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Jasmin. Hallo. Auch angerufen. Du machst bitte den Fernseher und das Radio ganz leise. Ja. Ich höre mich wieder im Hintergrund. Besser so? Viel besser. Und du gehst mit dem Telefon schön an den Mund. Hallo? Geht so? Ja, ist viel besser. Ja. Die Leute halten ihr Handy manchmal so weit weg und dann klingt das so, so dumpf. Also ja. Jasmin, um was geht's? Bei dir, soll ich es tun? Genau, soll ich es tun. Also, ich weiß nicht, ob ich meinen Mann verlassen soll oder meine Freundin verlassen soll. Oh, was ist da los? Was ist da los? Gute Frage. Ich bin seit 4 Jahren verheiratet, ja. Habe aber seit 1,5 Jahren jetzt eine nebenläufige Beziehung mit einer Frau. Eine lesbische Beziehung? Ja, ja. Genau. Mhm. Und dein Mann weiß davon nichts? Doch, der hat's ich habe ihm das dann erzählt. Ja. Und dann war eine ganz große Krise zwischen uns beiden. Ja. Ganz große. Wann hast du es ihm erzählt? Wie lange lief das da schon? Nicht lange. Da war 3-4 Monate. Mhm.
dann habe ich ihm das so erzählt, weil der kam danach so. Mhm. Ihm ist das dann aufgefallen, weil sie so oft dann bei mir war, weil ich dann so oft bei ihr war, ne? Ja. Und er war große Krise, als du ihm das gesagt hast. Genau. Aber dennoch hat er sich dann damit arrangiert. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Mhm. Nee. Nach dieser ganz großen Krise hatten wir erstmal eine Trennung gehabt von 2 Monaten. Ja. Also der hat mich von heute auf morgen dann irgendwie verlassen, die Wohnung verlassen, mich verlassen und dann kam der dann wieder an. Und dann hat der mich halt dann gefragt, ob wir wieder anfangen können, ne? Ob ich sie verlassen könnte. Das habe ich dann gemacht, aber es ging nicht ohne sie, weil ich sie auch auf Dauer auf der Arbeit gesehen habe. Ja. Und wir sind uns immer auf dem Weg gelaufen und es ging nicht. Das geht auch gar nicht. Hattest du denn einen Versuch unternommen, dich von ihr dann zu trennen, nachdem er wieder zurückgekommen war? Ja, habe ich. Und das ging aber nicht und nach kurzer Zeit kamt ihr wieder zueinander dann? Ja, genau. Also sie hat das gar nicht nachgelassen. Sie stand dann immer vor meiner Haustür oder auch wenn sie keine Schicht hatte, war sie dann doch auf der Arbeit. Mhm. Briefchen hier, Mails da, Anrufe hier. Ja. Ist das deine erste lesbische Beziehung? Ja, genau. Ja. Mhm. Macht die Freundin denn Druck, dass du deinen Mann verlassen sollst? Ja, macht sie. Macht sie. Aber jetzt weiß dein Mann auch, dass ihr wieder zusammen seid, du und die Frau? Nein, das weiß der gerade nicht. Ach so, das weiß er nicht. Nee, das weiß der nicht. Das heißt, jetzt läuft es heimlich, das Ganze. Wie lange läuft es jetzt heimlich schon? Seitdem jetzt. Seit fast einem Jahr jetzt wieder. Ah so. Mhm. Ja. Das ist natürlich und auch großer Stress für dich, ne? Dass es dann so heimlich läuft. Mhm. Genau. Jetzt macht sie halt sehr viel Druck, so nach dem Motto, ich habe auf diesen ganzen Hü und Hock keinen Bock mehr. Ja. Du musst ihn verlassen, du wirst ihn verlassen und ja. Habt ihr Kinder? Nee, haben wir nicht. Habt ihr keine? Mhm. Nee. So, jetzt frage ich dich erstmal so die ganz schlichteste und einfachste Frage der Welt in der Beziehung. Wen liebst du mehr? Eigentlich ihn. Eigentlich ihn? Ja. Warum? Warum? Ja. Das war erstens meine ganz große Liebe. Mhm. Den habe ich auch deswegen geheiratet. Mhm. Und ja, es gibt gar keine negative Seite an ihm, wo ich sagen könnte, hier, das ist der Punkt und deswegen verlasse ich ihn jetzt. Ja, ja. Wie ist Hat er nicht, gibt wie, es nicht. Wie ist es so sexuell im Bett? Ist es für dich auch schön, mit deinem Mann zu schlafen? Ja. Doch. Mhm. Also, doch. Also, ich kann nicht meckern. Ich habe es gerade so verstanden, nachdem du dich von deiner Freundin getrennt hattest. Genau. Ist das Ganze wieder in Gang gekommen, weil sie so sehr das gewollt hat und sie gebaggert hat. Genau. Das heißt, wenn sie nicht gewesen wäre, du hättest das nicht gemacht. Nee, ich hätte das nicht gemacht. Mhm. Weil auf so eine Idee kam ich noch nie. Und bis sie dann irgendwann zu mir gekommen ist, hat gesagt, hier, ich liebe dich. Nee, ich meinte es anders. Du warst, dein Mann ist ja zurückgekommen zu dir. Ja, genau. Ja, und unter der Bedingung, dass du dich von deiner lesbischen Freundin trennst. Genau. So, und dann hast du dich ja auch eine Weile von ihr getrennt. Genau, habe ich. Ne? Und ich habe es so verstanden, dass es wieder angefangen hat, weil sie so viel Druck gemacht hat. Genau, ja. Ja. Du hättest das nicht gemacht. Nee, ich wäre nicht mehr zurück zu ihr gegangen. Mhm. Weil da sind so viele Sachen dazwischen passiert, auch mit ihrer Ex-Freundin, mit ihr, mit drumherum, auch, sagen wir mal so, ich bin Türkin. Ja. Und mit der Umgebung, mit Freundschaftskreis, mit der Familie, dieser ganze Druck, der war dann so viel, dann habe ich gesagt, nee, komm, das lässt du jetzt sein und gehst zu ihm zurück. Ja. Und sie lässt mich dann einfach nicht, ne? Wie ist das denn, wenn du Sex mit deiner Freundin hast? Ist das auch schön für dich oder machst du es eher ihr zuliebe? Als wir uns damals getrennt hatten und uns wieder versöhnt haben, sag ich mal so, war das wieder für mich wie, als hätte ich mit ihr zum ersten Mal wieder geschlafen. War schon ein bisschen so abschreckend, ne? Ach so, abschreckend. Also nicht schön zum ersten Mal schlafen, sondern abschreckend. Ja, so als würde ich das zum ersten Mal nochmal machen, wie es damals war. Aber ihr habt jetzt auch regelmäßig Sex? Ja, jetzt seit 3-4 Wochen nicht mehr. Und du machst es, höre ich daraus, dass du sagst, eigentlich mache ich es nicht gerne? Mit ihr? Jein, sagen wir mal so. Es gibt auch Tage, wo ich das wirklich gerne mache, wo ich auch gerne mal bei ihr bin, wo ich mich so mal
ausholen kann, wo ich dann sie brauche, sag ich mal so. Mhm. Wenn ich Stress mit ihm habe, mhm, ne, dann bin ich gerne bei ihr. Aber ansonsten merke ich, dass sie diese schwarze Schaf in meinem Leben ist, dass sie wieder alles stören wird, was ich wieder jetzt gemacht habe. Ja, also das sind ja harte Worte, die du da sagst. Ja, das, leider. Ja, das ist ja nicht so nach dem Motto, ich stehe zwischen zwei Menschen, ich liebe beide gleichzeitig und ich weiß mich nicht zu entscheiden. Eigentlich hast du die Antwort ja schon gegeben, was du machen sollst. Genau. Warum trennst du dich nicht von ihr? Sobald ich sage, hör auf, lass mich, ich will dich nicht mehr, ne? Hm? Steht die wieder vor meiner Haustür oder die bringt Sachen, ja, gut, dann muss wo man, ich gar nicht auf die Welt komme. Gut, dann machst du halt die Tür nicht mehr auf. Irgendwann wird sie schon kapieren, dass du es nicht möchtest. Und du aber sagst, die schreibt dann auf die Straße ganz groß, ich liebe dich. Oder die ruft dann ständig mitten in der Nacht an oder die macht dann total großen Theater. Hm. Also das Ganze klingt fast schon so, als würde sie dich irgendwie ein bisschen erpressen und auch unter, genau, unter Druck setzen. Genau. Ne? Hm. Ja. Also, Jasmin, wie auch immer, wie kompliziert das jetzt ist, du musst aus dieser Beziehung raus. Genau. Das ist erstmal das oberste Gebot, was ich jetzt sage. Ja. Dass die ja irgendwie einen Ratsch in der Birne hat, wenn die solche Dinge macht, müssen wir auch nicht drüber uns unterhalten. Und das ist sehr nervig für dich, das ist klar. Genau. Aber du musst da raus. Du fühlst dich unwohl. Du hast, genau, einen Mann, den du sehr liebst. Du sagst, genau, das ist meine große Liebe. Ich habe Spaß am Sex mit dem. Mach, genau, dir bloß diese Beziehung mit deinem Mann nicht kaputt. Und, genau, und es ist, war ja schon mal heikel und es wäre fast schon kaputt gegangen. Genau, davor habe ich ja am meisten Angst. Wenn der jetzt nochmal dahinter kommen würde, weil der hat mir schon damals eine Chance gegeben. Ja. Der konnte das zwar damals nicht verstehen, warum ich das gemacht habe. Du musst natürlich jetzt damit rechnen, dass wenn die so drauf ist, wie sie drauf zu sein scheint, dass die, genau, dass die dich erpressen will. Dass die, ja, wird sie auch. So, da musst du natürlich, da musst du durch und musst deinem Mann rein Wein einschenken und sagen, pass auf, ich gestehe so und so, aber ich mache jetzt Schluss, ich habe keinen Bock mehr auf die Frau. Ja. Mach dich so unangreifbar wie irgend möglich, dass sie gar nichts gegen dich in der Hand hat. Aber geh raus aus der Beziehung mit dieser Frau. Die Frau tut dir und deinem Leben nicht gut. Nee, tut sie auch nicht. Ja. Jetzt hat sie mich mit ihrem, so gesagt, mit ihrem Motorhaube in den Händen, hm, weil ich damals mit ihrem Auto Unfall gebaut habe. Hm. Und wir haben dann damals so gemacht, unter uns geregelt. Ne? Hm. Wir haben keine Polizei gerufen, sonst gar keinen gerufen. Ja. Wir haben gesagt, wir klären das unter uns. Jetzt hat sie mich mit dem Motorhaube in der Hand. Ja, also ich höre schon, da kommt eins zum anderen und immer schlimmere und lächerlichere und absurdere Sachen, die emotionale Entscheidung ganz klar machen. Raus aus der Beziehung mit der Freundin und sei deinem Mann gegenüber ehrlich, Jasmin. Mhm. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Okay, ciao. Heute sind ganz viele Mädels hier, die sind alle irgendwie so 22 oder 23. Beispielsweise jetzt auch Julia, die ist 22. Hallo Julia. Ja, guten Morgen, Domian. Ja. Soll ich es tun? Ja. Und zwar ist Folgendes. Ich habe seit einem halben Jahr ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Mhm. Kenne auch die Familie ganz gut. Das heißt, seine Frau, sein Sohn. Mhm. Wir haben uns durch einen Kollegen kennengelernt. Also ich habe mich direkt verliebt. Er hat sich verliebt. Also er sagt es mir zumindest. Wie alt ist er? Er ist 34. Ja. Und er hat mich jetzt eingeladen, für 2 Wochen nach Ibiza zu fliegen mit ihm. Mhm. Und seiner Frau hat er erzählt, er müsste für 3 Wochen auf Montage. Mhm. So, und jetzt stehe ich halt in so einer Zwickmühle, ob ich jetzt mit ihm mitfahren soll oder ob ich seiner Frau jetzt sagen soll, dass wir halt ein Verhältnis haben oder wie, halt nicht. Wie gut kennst du die Frau? Ja, eigentlich ziemlich gut, weil ich bin auch zwischendurch da, wir trinken Kaffee zusammen, wir gehen zusammen raus, ich passe auf den Sohn auf. Mhm. Also könntest du... Eine Freundin will ich nicht sagen, aber eine gute Bekannte ist die Frau. Ja, mhm, das auf jeden Fall. Und die würde aus allen Wolken fallen, wenn die erfahren würde, was sich da gerade anbahnt. Oh ja. Oh ja. Zumindest, was du auch schon, wenn sie wüsste, was schon gelaufen ist. Ja. Ist die Initiative, von wem ist die ausgegangen, dass ihr beiden zusammengekommen seid? Ja, mehr oder weniger von ihm. Mhm. Also gut, also ich habe ihm gesagt, wie ich mich fühle, wenn er in meiner Nähe ist und so weiter und so fort. Und er, mhm, sagte dann halt... Es geht ihm genauso und dann... Ja? Ja. Ist die Ehe in Ordnung? Äußerlich? Oder sofern du das beurteilen kannst? Sofern ich beurteilen kann, ja. Nur, was er mir halt immer sagt, es fehlt ihm auch hier ein bisschen das Sexuelle, fehlt, ja, ihm ein bisschen, das wäre halt ein bisschen, ja, wie sagt man das jetzt, ab...
abgeflaut. Ja. Ja, ja. So, jetzt stehst du in der Problematik. Einmal, du hast ein gewisses Konflikt der Frau gegenüber. Genau. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass du dir auch so überlegst, wie soll das weitergehen? Bin ich jetzt immer das fünfte Rad am Wagen? Welche Perspektive hat diese Beziehung? Genau, das, ne? Wie ist denn dein Empfinden für diesen Mann? Also ich liebe ihn. Sagst du so ganz klar? Ja. Mhm. Und er? Also er sagt mir auch, dass er mich liebt. Mhm. Nur, würde er denn, spielen wir es mal durch, würde er seine Familie für dich verlassen? Das ist das Problem. Ich würde nicht wollen, dass er das tut. Mhm. Warum nicht? Ja, weil ich bin selber Scheidungskind. Ich weiß, wie das ist, wenn das Kind dann halt darunter leidet. Und denkt man nicht, dass die Frau sich dabei auch sehr wohl fühlt. Und, das finde ich sehr nett, dass du so denkst. Andererseits, wenn er wirklich dich liebt und er wirklich seine Frau nicht mehr liebt, finde ich es okay, wenn es so laufen würde. Ja. Ne? Also ich finde, das hat recht, was, oder die Konstellation hat recht, wo die Liebe ist. Wenn sie denn wirklich da ist. Das heißt, wenn du für dich schon sagst, dann bist du ja auch wirklich in einem Dilemma. Du sagst, ich liebe diesen Mann, ja, aber ich will gar nicht, dass der seine Frau verlässt. Ja, weil ich kenne halt die Familie. Ist mir schon klar. Aber das heißt, du stehst ja wirklich in einer Sackgasse. Ne? Es kann ja gar nicht richtig was passieren für dein Leben. Ich sage ja, ich stehe irgendwo vor so einer Wand, wo ich jetzt nicht weiß, komme ich jetzt drüber oder... Was wäre dein Wunsch, wenn du frei wählen könntest? Ja, dass er sich halt scheiden lässt, klar. Mhm. Also doch dann, ne? Ich finde bei der Frage, also deine Gefühle sind mir klar, dass du diesen Mann liebst. Das hast du jetzt ganz, ganz eindeutig gesagt. Ja. Ich finde, die ganz entscheidende Frage ist jetzt weiter, was ist bei ihm da los? Es kann natürlich durchaus sein, dass du nur eine attraktive sexuelle Geschichte für ihn bist. Dass er vielleicht auch etwas verliebt in dich ist. Aber dass da nie ein tiefes, dass da noch kein tiefes, oder dass da kein tiefes Gefühl ist und er nie nie und nimmer seine Familie für dich verlassen würde. Wenn dem so wäre, ist da eine unglückliche Zeit vorprogrammiert. Ja. Wenn der aber wirklich ernsthaft dich liebt oder immer mehr liebt, dann habt ihr eine Chance. Aber das ist jetzt die ganz große Frage. Ja, und da ist ja auch das Problem, ich denke mal, wenn ich mit ihm im Urlaub fahren würde jetzt, mhm, würde ich ihn, denke ich mal, auch darauf ansprechen und auf jeden Fall erstmal gucken, wie er reagiert. Mhm. Aber warum kann man, das kann man doch eigentlich auch vorher machen, ihn auf sowas ansprechen. Dafür muss man nicht irgendwo im Urlaub sein. Ich meine, er sagt mir auch, dass er mich liebt und dass er halt auch noch Zeit braucht und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, dass er sich halt noch nicht sicher ist oder sich nicht entscheiden kann oder will. Also dir ist diese ganze Urlaubsnummer ist dir unangenehm, irgendwie. Irgendwie ist sie dir unbehaglich, ne? Habe ich den Eindruck. Mhm. Kann ich auch verstehen. Würde ich an deiner Stelle auch erstmal nicht machen. Vor allen Dingen, wenn ich so verwoben wäre, auch noch mit der Familie. Das heißt, er zwingt dich ja bei der Familie dann auch zum Lügen. Ja. Du musst der Frau ja auch irgendetwas erzählen, wo du warst. Oder wo du hinfahren wirst. Wenn ihr beide zueinander kommen solltet, habt ihr noch genügend Gelegenheit, schön in Urlaub zu fahren. Das muss jetzt nicht sein. Ich finde auch, dass man erstmal eine Klärung stattfinden sollte. Oder man muss die Klärung sehen. Und dann kann man Aktionen machen. Ich würde es an deiner Stelle auch nicht machen. Sicher, wenn jetzt viele sagen, okay, mach es. Ich würde es nicht machen an deiner Stelle. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, wenn man auch schon so ein Widerstreben innerlich hat, dann soll man dem auch nachgeben, finde ich. Es ist immer ein guter Ratgeber. Ja. Hat er denn, weißt du, ob er vorher auch schon mal so Verhältnisse nebenher hatte, neben seiner Ehe? Hat er davon erzählt? Also er sagte mir nein. Aber du glaubst ihm das nicht ganz? Ja, ich bin mir nicht wirklich sicher, weil selbst wenn wir rausgehen, guckt er auch anderen hinterher und so weiter und so fort. Also gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es jetzt nur mit mir, sage ich jetzt mal, eine Beziehung angefangen hat. Vielleicht bist du ein ganz, ganz attraktiver Betthase für ihn, böse ausgedrückt. Ja, das könnte natürlich... Ne? Ganz böse ausgedrückt. Man muss ja immer kritisch sein und skeptisch und alles in Erwägung ziehen.
Und er sich da so alles, er sich von allen Seiten bedienen lässt. Er hat da seine Familie und seine Sicherheiten und da ist noch die nette Julia, mit der man tollen Sex haben kann und so weiter. Könnte sein, ne? Muss nicht sein. Aber das sollte, aber diesen Gedanken und diese, das solltest du mit im Auge haben. Fahr nicht im Urlaub. Wacht erstmal ab und er soll mal die Karten auf den Tisch legen. Ich muss Schluss machen, Julia. Okay. Alles Gute, tschüss. Kann ich ein Autogramm haben? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Tschüss. Alles klar, danke. In der Technik, Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Mehrere Bundesministerien wehren sich gegen weitere Einsparungen. Ein Sprecher von Verkehrsminister